Covid-19-Noteinsatz in Manaus im Norden Brasiliens. In der Millionenstadt steigen die Infektions- und Totenzahlen seit Wochen rapide. Leichen müssen in Massengräbern beerdigt werden, die Intensivbetten sind alle belegt und die Sanitäter teils am Rande der Verzweiflung. Hat ein Patient einen Herzstillstand, sind unsere Mittel gerade so begrenzt, dass wir nur noch seinen Tod feststellen können. Normalerweise würden wir wiederbeleben, aber jetzt ist alles anders. Auch in Rio steigt die Zahl der Opfer. Diese Familie verabschiedet sich mit einem Lied von einer verstorbenen Angehörigen. In der Sterbeurkunde stand virale Lungenentzündung als Todesursache. Wir haben aber vom Krankenhaus erfahren, dass es Covid-19 war. Deshalb haben wir verlangt, dass das auch so im Totenschein steht, und dann haben sie es korrigiert. Schilderungen, die zum Kurs von Präsident Jair Bolsonaro passen. Er redet die Gefahr klein und ist gegen Schutzmaßnahmen, wie sie die WHO fordert. Umfragen zeigen, nur noch 30% der Brasilianer stehen hinter ihm.